Allegra, grüezi und hallo auf dem Channel von Pure Life Inspiration. Hier zeigen wir, das bin ich Roger und meine Frau Nadine, wie wir das pure Leben genießen. In der diesigen Vlog-Reihe nehmen wir euch mit auf unsere Reise nach Korsika. Wir waren schon sehr oft in Korsika, aber noch nie im Herbst. Wir haben heute den 5. Oktober 2017, circa 10:30 und wir fahren in einigen Minuten los. Unsere Fahrt geht Richtung Gotthardpass. Wir fahren durch den Gotthardtunnel. Das ist ein wenig ein Nadelöhr in der Schweiz. Es hat immer sehr oft Stau, da aber heute Donnerstag ist, rechnen wir mit wenig bis gar keinem Stau. Wir fahren heute bis nach Lugano. In Lugano übernachten wir und gehen dann in Lugano Abendessen. Am anderen Morgen geht es dann weiter Richtung Nizza. Wir fahren dann nach Nizza. Und dort wartet dann die Fähre auf uns, die Corsica Ferries. Mit dieser Gesellschaft sind wir schon sehr oft gefahren und waren eigentlich immer sehr zufrieden. Die Fähre fährt dann los morgen Abend um 6:45 über die Nacht hindurch. Wir haben eine Kabine auf der Fähre gebucht zum Schlafen. Und am anderen Morgen um 7 sind wir dann in Bastia in Korsika. Von dort geht's dann auf den Campingplatz. Wir haben, wie schon letztes Mal beim Wandern im Val Müstair, unseren Wohnwagen hinten angehängt, wo wir natürlich dann leben und schlafen werden in dieser Zeit. Die Reise geht 2,5 Wochen, dann müssen wir leider wieder zurück und auch wieder arbeiten, aber in dieser Zeit werden wir das Leben pur genießen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, wir sind jetzt angekommen hier auf dem TCS Campingplatz in Lugano und suchen uns einen Platz aus. Wir haben jetzt uns hier einen Stellplatz ausgesucht und auf dem TCS Campingplatz Lugano waren wir schon einige Male, immer um zwischen zu übernachten auf dem Weg in den Süden. Das ist sehr praktisch, denn der Campingplatz liegt nur ca. 10 Minuten von der Autobahn weg. Länger würden wir hier jetzt nicht Ferien machen wollen, da der Platz uns zu laut ist. Es hat direkt daneben einen Flugplatz, den man gut hört. Und je nach Stellplatz hört man auch die Straße sehr gut. Der Platz ist aber sehr schön gelegen, sehr gepflegt und liegt direkt am See, am Lago di Lugano, wie man hier sehr schön sieht. Und nach Lugano gehen wir heute Abend auch noch essen, bevor wir dann morgen weiterfahren müssen. Lugano liegt im schönen Kanton Tessin in der Schweiz, hat 60.000 Einwohner circa und ist der drittgrößte Finanzplatz in der Schweiz. Und jetzt zeige ich euch hier ein paar Eindrücke von Lugano.
Es gibt doch nichts Schöneres als einen guten Kaffee am Morgen auf dem Campingplatz. Und seit der Erfindung der Kapselmaschinen ist es auch möglich, einen guten Kaffee zu genießen am Morgen auf dem Camping. Wir haben jetzt übernachtet auf dem Campingplatz Lugano, TCS Campingplatz Lugano. Wir haben nicht so gut geschlafen, weil der Campingplatz ist relativ laut. Es hat eine Straße in der Nähe, die man hört. Es hat einen Flugplatz. Die fliegen zwar in der Nacht nicht, aber der erste Flieger, der ging schon morgens um 6 und hat uns geweckt. Und dann haben wir noch unter einer Eiche parkiert und den Wohnwagen abgestellt. Das ist an und für sich kein Problem, außer es ist Herbst und die Eicheln fallen herunter. Und so im Stundentakt ist hier wieder mal eine Eichel aufs Wohnwagendach gefallen. Und das hat natürlich ein ziemlich lautes Geräusch gemacht, das uns ab und zu aus dem Schlaf geweckt hat. Nichtsdestotrotz, es ist heute wieder ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Nizza, wo die Fähre nach Korsika auf uns wartet. In dem Sinn, Prost! Im Moment sind wir auf einem Rastplatz in der Poebene. Wir sind jetzt 2 Stunden jetzt unterwegs und haben noch 3 Stunden bis nach Nizza. Na Schatz, wie ist denn der Kaffee hier so in Italien? Ja, super, perfekt. Ich denke Espresso. Der Hafen von Nizza. Dieses Ziel mussten wir uns verdienen. Wir waren 4 Stunden zu früh hier, natürlich absichtlich, weil wir noch ein wenig hier entspannen wollten. Das ging leider nicht, weil man kann erst 1,5 Stunden vor der Abfahrt in den Hafen reinfahren. Wir mussten also zuerst durch die ganze Stadt fahren, durch ganz Nizza durch zum Hafen. Dann merkten wir, dass wir nicht rein konnten. Und dann mussten wir wieder durch die ganze Stadt raus, wieder auf die Autobahn und auf eine Autobahnraststätte ein wenig warten. Und dann wieder die ganze Strecke zurück und wieder zum Hafen von Nizza, wieder durch ganz Nizza durch. Jetzt sind wir ziemlich geübt, was Nizza betrifft, so südfranzösische Städte mit dem vielen Verkehr, mit dem Wohnwagen zu durchfahren. Das ist ja nicht immer ganz so spaßig. Aber wir haben es nun geschafft, jetzt sind wir hier und warten, bis die Fähre nach Korsika eintrifft. Und nun kommt hier unsere Fähre an mit circa 1 Stunde Verspätung. Wir wurden von Corsica Ferries per SMS informiert über die Verspätung. Die Fähre, die wir heute haben, ist die Mega Express 5. Diese wurde von Corsica Ferries 2006 von einer japanischen Reederei gekauft und wurde ursprünglich von der Mitsubishi Heavy Industries hergestellt. Sie wurde dann gemäß den Anforderungen von Corsica Ferries komplett umgebaut. Die Mega Express 5 ist 170 Meter lang, 25 Meter breit und erreicht eine Geschwindigkeit von 26 Knoten. Sie bietet bis zu 2000 Passagieren Platz und verfügt über 276 Kabinen. Ihre Garage ist für 600 PKWs und 50 LKWs ausgelegt.
Und nun dürfen wir endlich in die Fähre reinfahren. Falls ihr mal mit einem Wohnwagen in eine Fähre fahren müsst, macht das immer diagonal. Also fangt links oder rechts bei der Rampe an und geht dann diagonal drüber. Das Problem ist der Böschungswinkel vom Wohnwagen. Da ja die Achse in der Mitte ist, hängt er hinten ziemlich rüber und bei einer geraden Durchfahrt über die Rampe würde er dann hinten aufsetzen. Daher immer diagonal. Wenn man dann oben ist, dann immer schön auf den Einweiser achten. Man sollte natürlich dieser Person auch vertrauen, weil es geht ja da meistens um Zentimeter. Es ist immer ziemlich eng auf den Fähren. Bis jetzt hatten wir immer gute Erfahrungen gemacht und es ist noch nie irgendetwas passiert. Die Leute auf der Fähre machen das ja auch jeden Tag und man kann denen da wirklich vertrauen. Wenn man dann parkiert hat, ist es noch wichtig, die Handbremse anzuziehen am Fahrzeug und auch am Wohnwagen. Und sollte es stürmisch werden, werden die Fahrzeuge von den Mitarbeitern der Fähre noch zusätzlich verzurrt. Und was auch noch wichtig ist, dass man am Wohnwagen den Strom abstellt, nicht dass da der Kühlschrank Strom braucht oder irgendwas anderes und die Batterie am Fahrzeug entlädt. Ich stecke immer den Stecker auch ab am Wohnwagen, dass die Verbindung zum Fahrzeug, da ich ganz sicher sein möchte, dass ich am Morgen nicht mit leeren Batterien dastehe. Das ist dann ziemlich mühsam, wenn man losfahren möchte. Dann haben wir parkiert und jetzt müssen wir nur noch unsere Kabine suchen. Das geht im Video ein wenig schneller als in Realität und bald haben wir dann unsere Kabine gefunden, nachdem wir durch die unendlichen Gänge der Fähre gelaufen sind. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an Bord mit etwa 1,5 Stunden Verspätung. Wir sind in unserer Kabine und wir gehen jetzt noch was Kleines essen. Ich beende jetzt diesen Vlog und wir sehen uns auf Korsika wieder. Let me